Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Wir sind am Start mit der 9. Episode und heute haben wir wieder richtig interessante Spieler für euch im Gepäck. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären wieder richtig, richtig geil. Vielleicht schafft er das heute wieder als verspätetes Weihnachtsgeschenk. Wäre das auf jeden Fall eine coole Aktion. Ihr könnt mir gerne wieder eure Wunschspieler in die Kommentare schreiben. Die werde ich in der übernächsten Episode berücksichtigen. Die nächste Episode wird eine kleine Special-Episode. Was das wird, werdet ihr dann sehen. Allerdings, natürlich könnt ihr trotzdem hier gerne Vorschläge reinschreiben. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. Links zu RandyRun, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Auch zu Footy, dem ihr auch hierfür nochmal für die Thumbnails danken solltet. Und wir starten dann mal durch mit dem Erstspieler für diese Episode. Und das ist Magambu. Der Kollege hat einen Vornamen, bei dem ich nicht sicher bin. Ich glaube, er ist Cedric, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall spielt er mittlerweile bei Villarreal in der Primera Division. Und der Junge ist richtig, richtig stark. Der ist nämlich nicht nur richtig, richtig schnell, sondern spielt auch richtig gut momentan bei den Kollegen, ja, von eben Villarreal. Hat auf sich aufmerksam gemacht, spielt aber mittlerweile als Stürmer. Und das ist der erste Punkt, weswegen sein Upgrade auch einen Positionswechsel nach sich ziehen würde. Das Upgrade ist die logische Folge daraus, dass er in 13 Spielen 6 Tore und 3 Vorlagen gemacht hat, seinen Marktwert bisher auf immerhin 7,5 Millionen gesteigert hat im Vergleich zum, ja, Wechsel von Bursaspor zu eben Villarreal. Und der Junge hat auch richtig nice Werte für Ultimate Team, also können wir ihn mal auf jeden Fall benutzen. Den Head-to-Head hat er bereits 78 als Stürmer. Schreibt mir eure Meinung, wenn ihr ihn kennt, gerne in die Kommentare. Ich habe von ihm noch nicht viel gesehen, aber er scheint ein ziemlich guter Spieler zu sein und für Ultimate Team sieht er auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Kann man auf jeden Fall so machen, plus 6 Upgrade und Position Change für Mukambu. Zweiter Spieler für diese Episode ist dann der Kollege Elneny. Der wechselt wahrscheinlich vom FC Basel zum FC Arsenal, ist zumindest so im Gespräch. Und ich denke mal, wenn er zum FC Arsenal wechseln wird, dann wird sein Rating nochmal ein Stückchen mehr geupgradet als momentan der Head-to-Head. Ist momentan der Head-to-Head bei Basel halt noch ein 72er Rating, in Ultimate Team 71er Rating und dementsprechend wäre es logisch, wenn er auf 73 ungefähr hochgeht, der Wechsel in die Premier League bzw. zu Arsenal wäre einfach ein richtig, richtig gutes ja, Unterfangen für ihn, für Arsenal eventuell auch. Ich meine, wer kannte Koscielny, wer kannte beispielsweise auch einen Coquelin, der ja bei Freiburg aktiv war. Mittlerweile richtig gute Spieler und ich denke mal, bei Elneny muss das nicht zwingend anders sein. An sich hat der Junge auf jeden Fall Potenzial, ist in Ultimate Team vielleicht nicht die größte Leuchte bisher mit seinen Werten, aber kann er noch werden. Das Upgrade sieht auf jeden Fall in Ordnung aus und dann kann man das, denke ich mal, machen. Der Junge ist noch, wie gesagt, relativ jung und wenn man ihm jetzt ein kleines Upgrade gibt, kann das auf jeden Fall in meinen Augen zumindest absolut nicht schaden. Wir kommen zur nächsten Karte und das ist dieses Mal Alen oder Alen Halilovic, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird. Auf jeden Fall der Jugendspieler vom FC Barcelona, mittlerweile ja ausgeliehen an Sporting Gijón. Und da spielt er anscheinend richtig, richtig gut. Dementsprechend hat er Head-to-Head bereits ein 77er Rating. Und ich denke mal, das wird er auch in FIFA 16 Ultimate Team im Winter erhalten. Als ZOM anstelle von ZM, dann geht sein Rating automatisch schon mal nach oben, weil er die Defensivstats nicht mehr braucht, die normalerweise beim ZM ins Rating mit einfließen. 81 Tempo plus 7 im Vergleich zum aktuellen Ultimate Team, wo er einfach in Head-to-Head ein bisschen stärker ist. 67 Shooting, 77 Passen, 80 Dribbling, 55 Füße, 49 Defending, verändert sich nicht. Müssen sie aber auch nicht zwingend. Der Junge sieht einfach von den Werten her richtig, richtig gut aus. Kann man absolut nichts gegen sagen. Und von daher denke ich mal, dass so ein Upgrade auf jeden Fall verdient ist. Ich bin gespannt, was da so auf uns zukommen wird. Aber ich denke mal, ja, plus 4 ist noch relativ realistisch für so ein riesiges Talent. In der Head-to-Head übrigens auch noch eins der größten Talente, was das Potenzial angeht. Da hat der Kollege nämlich 91. Das ist gar nicht mal so schlecht für den Karrieremodus auf jeden Fall zu wissen. Wir kommen zum nächsten Spieler und das ist der Coverstar dieser Episode. Sein Name Mesut Özil und der dreht momentan so richtig durch in der Barclays Premier League. Für mich immer noch ein Spieler, den ich nicht so gerne mag. Allerdings überzeugt er mittlerweile durch Leistungen. War ja eine Zeit lang wirklich schwach, mittlerweile richtig stark. In jedem Spiel ein entscheidender Faktor für Arsenal. Letztes Spiel gegen Bournemouth war es, genau. Hat da 2 Tore, ja, quasi war er daran beteiligt. Das erste Tor von Gabriel vorgelegt, das zweite selber gemacht. Davor, ja, quasi auf der Jagd nach dem Rekord der Barclays Premier League für die Vorlagen. Er sieht so aus, als ob er den locker knacken würde. Und von daher wäre eventuell, auch wenn er schon 87 hat und das in meinen Augen angemessenes Rating ist, vielleicht auch eine 88 verdient. Ich denke mal, EA kann sich das gut vorstellen, weil Özil momentan gehypt ist, weil er wirklich auch sehr gut spielt. Eventuell der beste Spieler der Premier League ist momentan. Und dementsprechend, ja, 16 Vorlagen in 18 Spielen, 3 Tore noch dazu. Ist schon ordentlich und ich denke mal, das kann man auf jeden Fall machen. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass Özil ein Upgrade bekommt oder ob sie sagen, ja, 87 reicht. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen und deswegen sage ich mal Özil eine 88 in, ja, diesen Winter-Upgrades. Der nächste ist dann aus der Bundesliga und das ist einer der ersten für diese Episode. Ich glaube, das ist sogar der erste dieser Episode. Sein Name ist Marvin Plattner, der spielt bei Hertha BSC Berlin. Und die Berliner sind ja bekannterweise momentan Tabellendritter. Ich glaube, Tabellendritter oder Vierter. Auf jeden Fall sehr, sehr weit oben mit dabei auf dem Champions-League-Platz. Hätte vor der Saison wahrscheinlich niemand erwartet, so wirklich. Ich auch nicht, absolut nicht. Ich habe gedacht, Hertha ist ein Abschiedskandidat. Allerdings hat Dardai das Team richtig gut geformt. Die Spieler harmonieren miteinander, spielen richtig schönen Fußball und erfolgreich noch dazu. Plattenhardt ist einer der Faktoren, beziehungsweise einer
anderen Spieler, die sie auf jeden Fall verbessert haben. 74er Rating in Head-to-Head, 75er Rating predicte. Ich kann heute nicht reden, ich bin gerade aus dem Harz wieder da. Ich kann doch nicht wirklich mich an dieses Kommentieren gewöhnen. 75er Rating wäre in meinen Augen angemessen als Rare-Karte. Sieht an sich sehr, sehr stark aus, gerade beim Flanken und bei der Freistoßpräzision auf jeden Fall ein Spieler für sich, beziehungsweise eine sehr gute Alternative zu den anderen Bundesligaspielern und ein bisschen am Panda. Von daher auf jeden Fall eine coole Karte, eine coole Aktion und ich denke mal, das wäre auf jeden Fall gerade aufgrund der Leistung von Hertha BSC Berlin angemessen. Vielleicht nicht ganz angemessen aufgrund der Leistung des Teams, aber auf jeden Fall der individuellen Leistung ist das Upgrade, das letzte Upgrade für diese Episode, und zwar ist das Lukas Rupp vom VfB Stuttgart. Im Sommer gewechselt von SC Paderborn zum VfB und bisher da einer der besten und auffälligsten Spieler. Natürlich sind die Davi noch stärker und Kostic eventuell auch. Auch wenn ihr natürlich auch gelesen habt, ja, die laufen nur lustlos übers Feld, trotzdem. Ja, Qualität ist so eine Sache, ne? Ronaldo ist eine Zeit lang jetzt auch lustlos übers Feld gelaufen. Trotzdem ein sehr guter Spieler. Kann man, denke ich mal, nichts gegen sagen. Auch wenn er teilweise seine Leistung nicht gebracht hat. Aber das ist, denke ich mal, auch normal. Bei Özil war es ja auch so. Man sieht ja jetzt, wenn er wieder da ist, ja, kann er richtig durchdrehen. Und ich denke mal, das ist bei Didavi und Kostic nicht anders. Egal, Lukas Rupp auf jeden Fall bisher einer der auffälligsten Spieler bei Stuttgart. Im Mittelfeld, obwohl sie momentan eine Misere haben, gerade in der Defensive einer der stärksten. Und dementsprechend denke ich, dass das Upgrade auf 73 angemessen wäre von 71. Ist nicht so viel, aber ich denke mal trotzdem, dass es ganz cool wäre, wenn EA das würdigen würde, dass er sich wirklich verbessert hat. Gerade im Abschluss auch ist er relativ torgefährlich, soweit ich das mittlerweile gesehen habe. Zumindest mal ein Türchen gemacht. Gegen wen war das eigentlich? War das gegen Bremen? Bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall ist das ein ziemlich nicer Spieler, ein sympathischer Spieler auch, der von Paderborn gekommen ist. Zweites Jahr jetzt in der Bundesliga und von daher kann man das auf jeden Fall mal machen. Dieses kleine Upgrade auf immerhin 73, auch wenn sein Marktwert sich nicht verändert hat, beziehungsweise, naja, nicht so extrem steigt, beziehungsweise gar nicht gestiegen ist seit seinem Wechsel, aber naja, was soll's. Ich denke mal, trotzdem könnte man da ein Upgrade machen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das übertrieben haltet oder ob ihr das in gewisser Weise auch nachvollziehen könnt. Ich meine, ihr habt ihn vorgeschlagen, von daher, naja, einige von euch werden auf jeden Fall sagen, das ist verdient. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Morgen kommt dann wieder eine Special-Episode. Ich denke mal, das wird auch ganz cool werden. Und übermorgen geht's dann eventuell weiter schon mit den nächsten Episoden, je nachdem, wie heute das Ganze bei euch ankommt und wie ich ein bisschen mit der Zeit hinkomme. Ich denke mal, das sieht relativ gut aus. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Und ciao.